Hallo Menschen, entschuldigt bitte diesen extrem seltsamen Winkel, aber ich wollte schnell noch meinen Juni-Rückblick filmen, bevor ich Ende Juni und Anfang Juli mal eine Weile weg bin. Und da ich nicht drehen kann, wenn sich jemand anderes im Zimmer befindet, musste ich mal aufs Schlafzimmer ausweichen, womit ich euch dann endlich auch wie jeder gute YouTuber auch mal mein Bett gezeigt habe. Aber ignorieren wir das und legen einmal los. Der Juni war insofern seltsam, dass ich nur Romane und eine Kurzgeschichtensammlung gelesen habe, keine Lyrik, keine Comics und er geht ja auch noch ein paar Tage, deswegen kann ich euch noch keine genauen Zahlen sagen, die stehen dann aber wie immer unten, genauso wie ich den Moment im Video verlinke, wenn ich über ein bestimmtes Buch rede. Der Juni ging los mit Was ich liebte von Siri Hustvedt, ein Buch, zu dem es auch eine Einzelrezension gibt, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Um es für dieses Video kurz zu fassen, wir folgen hier zwei Künstler- und intellektuellen Familien über mehrere Jahrzehnte hinweg mit verschiedenen Höhe- und Tiefpunkten. Und das klingt zwar nicht besonders spannend, entwickelt sich aber zur besten Charakterstudie, die ich seit langem las. Und alles andere könnt ihr dann genauer in der Rezension erfahren. Danach las ich den letzten Teil der Southern Reach-Trilogie, nämlich Acceptance von Jeff Wandermeer. Hier haben wir jetzt vier, beziehungsweise eigentlich drei verschiedene Perspektiven und erfahren unter anderem mehreres aus der Geschichte dieses Gebietes, was inzwischen als Area X bekannt ist. Viel, viel mehr möchte ich euch über den dritten Teil natürlich nicht erzählen, da es sonst ein wenig spoilern würde, aber ich muss sagen, schon während des Lesens und vor allem direkt danach hatte ich ständig das Gefühl, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich eine Erklärung nicht mitbekommen? Bin ich hier irgendwie die Dumme, die etwas nicht verstanden hat? Aber anscheinend soll es so sein. Also es gibt keine definitive Erklärung. Es soll wohl darauf hinauslaufen, dass wir, was auch immer diese Area X ist, nicht verstehen, dass wir auch nicht damit kommunizieren können und dass da auch schon der Titel darauf hindeutet, dass wir es also akzeptieren müssen, dass das so ist. Und auch wenn das ein recht interessanter Ansatz ist, fühlt man sich trotzdem so ein bisschen verarscht. Ich meine, man liest das Buch, man fiebert und rätselt auch mit, um halt eigentlich immer nur so von einem Effekt zum nächsten gejagt zu werden und dann am Ende keine Antworten zu bekommen. Zugegeben, das beherrscht Wandermeer wirklich perfekt. Also die Stimmung ist sehr, sehr gut, relativ düster, wird dann auch immer mehr so ein bisschen Richtung Lovecraft, sag ich mal. Und es war auch wirklich spannend. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht, was nun Sache ist, ohne halt am Ende irgendwie eine Auflösung zu bekommen. Es gibt in verschiedenen Online-Foren tolle Theorien und auch hier in dem Buch, was jetzt kein Spoiler ist, denn das ist einfach nur eine Theorie, die jemand hat, die wird an keiner Stelle irgendwie bestätigt oder gesagt, ja, so ist es wirklich, aber wenn es so wäre, wie hier beschrieben oder wie in den Online-Foren sich manche das zusammengereimt haben, fände ich das toll. Das Problem ist nur, nichts deutet darauf hin, es gibt einfach keine Erklärung. Aber um euch das mal kurz vorzulesen, welche Richtung ich halt gemocht hätte, wenn die Area X vielleicht wirklich irgendwie von einem außerirdischen Wesen oder Volk halt irgendwie auf der Erde geschaffen wurde. Und hier steht halt so, dass jemand sagt, Have you not understood yet that whatever is causing this can manipulate the genome, works miracles of mimicry in biology, knows what to do with molecules and membranes, can peer through things, can surreal and then withdraw, that to it a smartphone, say, is as basic as a flint arrowhead, that it's operating off of such refined and intricate sensors that the tools we've bound ourselves with, the ways we record the universe, are probably evidence of our own primitive nature. Perhaps it doesn't even think that we have consciousness or free will, not in the ways it measures such things. Das klingt interessant, halt einfach ein Wesen, was so fremdartig ist, was uns so weit voraus ist, dass wir halt für es wirken wie ja, so ein Ameisenstaat vielleicht oder so. Das wäre toll, aber das ist wahrscheinlich doch nicht, was es ist oder vielleicht doch, keine Ahnung, denn es kommt nicht raus, was es ist. Ich hätte mit sowas besser leben können, als mit diesem unaufgeklärten Mystery-Zeug, mit dem wir dann halt eigentlich am Ende stehen gelassen werden. Insofern war ich doch leicht enttäuscht. Man muss sich halt auf sowas einlassen können und es ist definitiv nichts für Menschen, die antworten möchten. Danach las ich Wald von Doris Knecht, wo es ebenfalls eine Einzelrezension gibt, allerdings in dem Fall, weil es mir nicht besonders gut gefallen hat und ich euch erklären möchte, warum. Um es kurz zu fassen, es geht ja um eine Frau, die früher so Modedesignerin war, sich teure Cremes und so weiter kaufte und aufgrund verschiedener Umstände und der Weltwirtschaftskrise jetzt einfach aufs Land zieht und komplett ohne Geld, ohne Arbeit, ohne irgendwelche Versicherungen überleben muss. Das könnte interessant werden, ist es aber leider nicht geworden. Es gab vieles, was mich gestört hat. Warum und was genau, erkläre ich euch dann lieber in dem anderen Video. Danach wurde es wieder etwas positiv mit Die Straße von Cormac McCarthy, eine
düstere, trostlose Postapokalypse, die aber genau meinen Nerv getroffen hat. Ich mochte die Stimmung. Wir haben hier ein enges Verhältnis zwischen einem Vater und seinem Sohn, die durch diese trostlose Welt ziehen. Und was es noch so alles Gutes in diesem Buch gab, unter anderem einige Zitate, findet ihr auch in dem Fall in einer Einzelrezension. Diesmal eine absolute Empfehlung von mir. Als nächstes las ich ein Buch, dessen Titel ich in Verbindung mit der Covergestaltung sehr, sehr amüsant finde. Und zwar ist das von Lyudmila Petruschkevskaya. Es war einmal eine Frau, die ihren Mann nicht sonderlich liebte, mit diesem wunderbaren Cover. Es ist untertitelt mit russische Schauergeschichten. Und so verhalten sie sich ja ungefähr. Also manche sind sehr, sehr kurz, auch nur so 2-3 Seiten. Und haben dann oft so ein übernatürliches Element, was auch manchmal erst so ganz im letzten Satz vorkommt. Also während die ganze Geschichte eher so auch in unserer Welt spielen könnte, ist dann am Ende immer so eine Art kleine Drehung. Also nach dem Motto, und es waren alle Geister oder so in der Art. Insofern ähneln sie auch den Grimmschen Märchen. Man muss sich halt schon so ein bisschen drauf einlassen, dass es halt hier nicht immer so mit rechten Dingen zugeht. Was ich aber eigentlich ganz amüsant fand. Mir persönlich waren tatsächlich auch die märchenhaften Geschichten lieber als die ganz normalen, die tatsächlich in unserer Welt einfach spielten. Was auch damit zu tun hat, dass da halt so ein gewisser düsterer Humor manchmal durchkommt. Ähnlich wie in Märchen ist die Sprache eher sehr, sehr knapp und auch die Charakterentwicklung eher gering. Also die Figuren treten eher als Stereotype auf. Aber ich fand es halt extrem interessant, wie oft grausam, dass es einfach so nebenher erzählt wird. Also da gibt es Kriegsopfer und vergiftete Kinder und das wird einfach so erzählt wie, naja, so ist es halt. Und allgemein waren die halt einfach sehr, sehr skurril, was mich durchaus amüsierte. Dem folgte dann das Gedächtnis der Steine von Hikaru Okuizumi, würde ich es mal sagen. Hier folgen wir einem japanischen Soldaten, der in den letzten Tagen des Krieges sehr, sehr stark prägende Erlebnisse noch hatte, aber auch dann die Zeit schon danach und wie er das Ganze halt so ein bisschen als ein Neubeginn eigentlich versuchte zu leben. Das Ganze wird dann halt teilweise in Rückblenden erzählt. Wir befinden uns eigentlich in der Zeit, wo offiziell bereits kapituliert wurde. Also hier steht dann auch, es waren den chaotischen Tagen gewesen, die auf den Zusammenbruch des Widerstands der japanischen Truppen gefolgt waren und die Amerikaner in den Wäldern Jagd auf versprengte Soldaten machten. Er, unser Protagonist, würde das Entsetzen jener Tage nie vergessen. Er war auf zahllose Kranke und Verwundete gestoßen, Gruppen von Zombies schon halb vom Tod besiegt. Auf Befehl schleppten sie sich ein kurzes Stück weiter, aber ihre Bewegungen kamen zum Stillstand, noch ehe sie den nächsten Hügel erklommen hatten. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis ihre ins Leere starrenden Augen in ihren Höhlen vertrockneten. Trotz dieser Fakten gibt es halt auf der Führungsebene immer noch so eine entweder wir gewinnen oder wir sterben Mentalität. Also sowas wie kapitulieren und weiterleben war einfach keine Option. Unser Protagonist trifft dann in einer Höhle auf noch so ein paar übrig gebliebene Soldaten, aber vor allem auf einen Hauptmann, der sie eben immer wieder so zum Weiterkämpfen animiert und totalen Gehorsam fordert. Auch da ein sehr, sehr eindringliches Szenen, wo man sich fragt, wie oft das wohl tatsächlich in Japan vorkam und wie viele Menschen mit sowas später irgendwie noch klarkommen mussten. Zitat: Alle Männer, die nicht mehr aufstehen konnten, hätten die Pflicht, ihrem Leben sofort ein Ende zu bereiten. Aber keiner der kranken Soldaten verfügte noch über die physische oder moralische Stärke, dies zu tun. Deshalb gab der Hauptmann den Befehl, sie zu töten. Sie würden sowieso bald sterben und wenn jemand unter solchen Schmerzen leidet, bedeutet es eigentlich eine gute Tat, ihn zu erlösen. Die kranken Soldaten bettelten auch darum, getötet zu werden. Also ergriff man sein Bajonett und machte sich bereit, ihr Leiden mit einem gut gezielten Stoß zu beenden. Doch im letzten Moment verließ einen der Mut. Man fing an zu zittern. Kochend vor Zorn taumelte der Hauptmann auf die Füße und schleppte sich zu den Invaliden. Sein verwundetes Bein hinter sich herziehend, das Schwert in der Hand, schnitt er einem nach dem anderen die Kehle durch. Die Soldaten, die Körper nach draußen schleppten, wollten ihre Kräfte nicht mit dem Ausheben von Gräbern vergeuden. Bitte vergib uns, riefen sie jedes Mal, wenn sie einen Leichnam in den Wald warfen. Die Worte klangen wie ein Exorzismus. Teilweise wird unser Protagonist davon auch tatsächlich so ein bisschen mitgerissen. Das heißt halt immer so, ja, für die gute Sache sterben, die Ehre bewahren und so weiter und so fort. Hier steht dann, Tränen angesichts des nahen Todes für die gute Sache, von der er so viel gehört hatte, und der Wunsch, er möge rasch kommen, waren immer noch besser, als vor Hunger die Maden aus der eigenen Wunde zu pulen und sich in den Mund zu stecken oder hungrige Blicke auf den fleischigen Schenkel eines Kameraden zu werfen. Es gibt auch mehrere Momente, wo sie halt die japanischen Soldaten in japanische Dörfer überfallen und Essen klauen oder sonst was, damit sie einfach nur noch irgendwie überleben können. Und gleichzeitig zu diesen Erlebnissen mit dem Hauptmann führt unser Protagonist in dieser Höhle ein Gespräch mit einem sterbenden Kameraden über
Gesteine und deren Bedeutung, daher halt auch der Titel. Und weil es euch jetzt wundert, welche Bedeutung Steine haben, ich möchte es kurz zitieren, was hier in diesem Buch damit gemeint ist. Und im Prinzip ist es halt so nicht nur Steine, sondern es leuchtet sich immer so auf das ganze Universum hinaus. Selbst das Kalzium in unseren Knochen wird am Ende zu Stein und ein Teil des mineralischen Kreislaufs. Deshalb ist der winzige Kiesel, den man aus einem Bachbett aufhebt, wie stumm und fremd der auch bleibt, im Grunde ein entfernter Verwandter von uns. Ein Kieselstein in unserer Hand erzählt die Geschichte der Welt und auch Sie sind ein Teil dieser Geschichte. Und was Sie in ihm entdecken, ist die Gestalt, die Sie in der Zukunft annehmen werden. Noch ein zweites Zitat zu diesem allumfassenden Gestein. Ich will damit nur sagen, dass ein winziger Kiesel, den Sie bei Ihrem Spaziergang mehr oder weniger zufällig aufheben, ein Querschnitt durch ein Drama ist, das vor über 5 Milliarden Jahren an einem Ort begann, den man später als Sonnensystem bezeichnen sollte. Eine Gaswolke schwebte ziellos durch den Raum, wurde dichter und dichter, bis sie nach unzähligen Äonen schließlich unseren Planeten gebar. Dieser Kieselstein ist die verdichtete Geschichte des Universums und hält in seiner ephemeren Gestalt den ewigen Kreislauf der Materie umschlossen. Und diese zwei Erlebnisse, die für Manasse eben sehr, sehr prägend waren, werden immer wieder mit seinem Leben in der Nachkriegszeit verbunden, sodass er halt auch manchmal das Ganze so ein bisschen verwechselt oder halt eigentlich gerade mit jemandem redet und dann antwortet jemand so aus dieser Nachkriegszeit, sodass es halt immer ein bisschen verworren bleibt. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Sicht und mag es auch, wie sich diese Zeitebenen dann eben zunehmend miteinander verweben. Ich bin mir nicht ganz sicher über das Ende. Das hat fast schon was von diesem russischen Schauermärchen, was aber eigentlich zum Ton der Geschichte passt. Ja, aber weiß noch nicht genau, was ich davon halte, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Was ich noch erwähnen will, wie bei vielen japanischen Büchern meiner Meinung nach, ist die Sprache wirklich eigentlich sehr einfach und schnörkellos. Kann es sein, dass euch das auch schon mal aufgefallen ist, dass vielleicht so ein Ding in Japan, dass das gar nicht so angesehen ist, jetzt irgendwelche sprachlichen Bilder zu entwickeln? Also auf jeden Fall ist es mir hier wieder mal aufgefallen, das ist recht knapp, aber grundsätzlich eine Empfehlung von mir, das war eigentlich ein sehr, sehr interessantes Buch. Danach las ich The Grace Keepers von Kirsty Logan, ein wunderbares, ein sehr, sehr traumhaftes Buch, zu dem ich auch eine Einzelrezension hochgeladen habe, um euch klarzumachen, warum es mir so gut gefiel. Damit ich es wieder in diesem Video etwas kürzer halte, das ist etwas für Leute, die mal wieder so eine Art zauberhafte Geschichte lesen wollen, auch wenn nicht direkt Magie vorkommt und die sich vor allem an schöner Sprache erfreuen können. Hier gibt es wunderbare Metaphern, tolle Bilder und eine sehr, sehr sanfte Erzählweise. Ich mochte die Protagonisten, es spielt teilweise in einem Zirkus, wir haben aber auch gewisse märchenhafte Elemente und für all diejenigen ist das eine absolute Empfehlung. Dem folgte dann Verlust von Paul Hording, ein Rezensionsexemplar vom Luchterhand Verlag, von dem ich zunächst etwas enttäuscht war, weil ich in die Trauer unseres Protagonisten nicht so richtig hineinkam, der seine 13-jährige Tochter verlor und darum dreht sich auch komplett das Buch, also diese Trauerarbeit, die daraus entsteht. Ich muss aber zugeben, so ironisch das klingt, je verzweifelter unser Ich-Erzähler wurde, desto besser wurde das Buch, desto interessanter. Er findet dann eine große, düstere Sprache und verfängt sich einfach zunehmend in seiner Trauer. Eine genauere Bewertung und Einzelheiten findet ihr auch hier in einer Einzelrezension von mir. Danach kam dann A Darker Shade of Magic von V.E. Schwab. Das ist eigentlich eine Parallelweltgeschichte, in der wir vier verschiedene Londons haben. Also es gibt natürlich auch Welten drumherum, aber London ist jeweils das verbindende Element, sage ich mal. Und es gibt das graue London, was prinzipiell unser London zur Zeit von King George III. Ist, wo es eben keine Magie mehr gibt, weitestgehend, oder zumindest die Magie in Vergessenheit geraten ist, falls es sie jemals gab, was dieses Buch schon sagt. Dann gibt es das rote London, das ist der Geburtsort unseres Protagonisten Cal. Hier ist die Magie aktiv, die Leute nutzen das, das ist eine sehr wohlhabende Welt, wo eigentlich alles sehr, sehr gut ist, sag ich mal. Es gibt das weiße London, was von Machtkämpfen zerrüttet ist. Hier ermorden sich eigentlich ständig Leute beim Kampf um den Thron. Die Menschen leiden, hungern und es geht ihnen nicht besonders gut, zumal sie auch quasi Nachbarn sind zum schwarzen London. Eine untergegangene Stadt, vermutlich aufgrund von zu starker, unkontrollierbarer Magie. Früher konnten viele Leute zwischen diesen Welten hin und her reisen. Inzwischen ist das nur noch den sogenannten Atari, das sind Blutmagier, möglich. Und davon gibt es höchstwahrscheinlich nur noch zwei, unter anderem unseren Protagonisten Cal.
Und da man verhindern wollte, dass diese Magie aus dem schwarzen London noch irgendwo ankommt, ist der Handel zwischen diesen Welten komplett verloren, bis auf die Briefe, die zum Beispiel Cal immer zwischen den Königshäusern halt der verschiedenen Londons hin und her reist, damit halt so diese diplomatischen Beziehungen noch erhalten werden. Aber ansonsten darf man nichts von A nach B mitnehmen, woran sich unser Protagonist vielleicht nicht immer ganz hält. Und man kann sich vorstellen, dass da verschiedene Dinge ins Rollen kommen deswegen. Die Grundidee dieser Geschichte mochte ich sehr. Ich mag auch die verschiedenen Londons. Die haben alle eine unterschiedliche Geschichte und fühlen sich auch sehr, sehr verschieden an. Es gefällt mir, wie die Stimmung da unterschiedlich dargestellt wird, zumal man sich da so auch verschiedene Lebensweisen dahinter vorstellen kann. Ich fand auch unsere Charaktere okay, sag ich mal. Es gab manchmal gewisse humorvolle Stellen. Sie hatten auch so eine Art schnippische Dialoge, was eigentlich ganz nett war. Und ich muss zugeben, dass mich die Geschichte sehr, sehr mitgerissen hat. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Ich hatte gar keine Lust, das früh aus der Hand zu legen. Es passiert eigentlich immer etwas Neues und so Protagonisten so taumeln von einem ins andere. Jemand kommt und wirkt auf sie ein und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und trotz der Kritik, die ich jetzt gleich noch anbringen werde, möchte ich die kommenden Teile der Reihe, von denen ich bis vor kurzem auch nicht wusste, dass es die gibt, trotzdem weiterlesen. Jedoch muss ich halt schon einiges erwähnen. Punkt Nummer 1. Unsere Protagonisten handeln manchmal jenseits jeglicher Logik. Es gibt einen Moment, wo jemand in den Besitz eines Schwertes kommt, was halt so mit, ich sag mal, gefährlicher, düsterer Magie umgeben ist. Und derjenige erkennt das auch und sagt sich, oh nee, dann lasse ich das mal lieber mit dem Schwert, damit will ich nichts zu tun haben, und wirft das einfach aus dem Fenster der Taverne, wo er gerade sich ein Zimmer genommen hat. Einfach aus dem Fenster auf die Straße. Kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie aus so einer unglaublich intelligenten Handlung jemals irgendetwas Schlechtes entstehen könnte. Und das Zweite, was vermutlich sogar mein Hauptproblem ist, es gibt dann später so ein Ding, möchte ich mal sagen, ohne euch zu viel zu verraten, ich sag mal auch so eine Art Artefakt, was sich prinzipiell genauso verhält wie der eine Ring aus der Herr der Ringe. Es macht auch unsichtbar und es verleiht auch Kräfte, zerrt derweil aber so an demjenigen, der das benutzt. Das verändert so ein bisschen die Persönlichkeit. Man bekommt düstere Gedanken. Man möchte es nicht mehr loslassen. Man möchte es niemand anderem mehr geben. Und es hat auch so eine Art eigenes Bewusstsein, so ein bisschen wie der Ring. Also es möchte immer zum Beispiel zu starken Personen. Es fühlt sich halt, ne, der Ring will ja auch irgendwie doch eigentlich zu Sauron zurück, oder zumindest möchte er genutzt werden und seine Macht ausspielen. Und das macht das Ding genauso. Und wo ich mir denke, ich fände es in Ordnung, wenn das vielleicht so am Rande vorkommt. Denn ja, es gibt halt nur so und so viele Möglichkeiten, was ein böses, magisches Ding mit Menschen machen kann, wenn es trotzdem genutzt werden will. Aber es ist halt das Hauptding in dieser Geschichte. Und ich denke mir, es war aber auch schon in einer anderen Geschichte das Hauptding. Könnte man sich da nicht vielleicht doch etwas Eigenes ausdenken, wenn das das wichtigste Ding in meiner Geschichte ist? Das hat mich etwas gestört. Und das habe ich auch seltsamerweise bei keinem einzigen amerikanischen oder englischen Booktuber als Kritik gehört. Das ist irgendwie niemandem aufgefallen. Aber das ist das Wichtigste in diesem Buch. Und es ist so offensichtlich, dass es halt eigentlich wie der eine Ring ist. Und dann noch etwas, was nicht so direkt mit dem Inhalt zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich einfach schon lange keine Fantasy mehr gelesen habe und den Schreibstil nicht gewohnt bin. Aber das hier wirkte manchmal schon sehr wie so ein Jugendbuch. Oder wie YA halt. Es kann auch sein, wie E. Schwab schreibt auch unter ihrem vollen Namen Victoria Schwab tatsächlich Jugendbücher. Und vielleicht kriegt sie dann doch nicht immer so die Kurve hin, wenn sie hier eigentlich Erwachsenen-Fantasy schreibt. Und ich meine, ja, es sterben auch Leute, es gibt Blut und so, aber vom Schreibstil her war es halt doch irgendwie so ein Tick zu einfach, oder zu, ja, hat mich nicht jetzt an Erwachsenenliteratur erinnert unbedingt. Also hier, wo ich sagen muss, es ging fantastisch los. Ich hatte auch richtig Lust auf diese fremdartige Fantasy-Welt, hatte Lust, mich darauf einzulassen, dass halt verschiedene Dinge gehen, die in unserer Welt nicht gehen. Aber dann gab es halt doch so mehrere Kleinigkeiten, die es mich jetzt nicht lieben lassen. Aber ich bin der Autorin jetzt immer noch nicht komplett abgeneigt. Mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wie sie vielleicht auch die Welt noch und das Magiesystem so ein bisschen entwickelt. Und dann melde ich mich nochmal zurück beim nächsten Teil wahrscheinlich. Als nächstes las ich Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig, von Dave Eggers. Hier folgen wir Thomas, der nacheinander verschiedene Personen in abgelegene Militärkasernen entführt, um ihnen Fragen zu stellen. Also er
will sie jetzt nicht irgendwie erpressen und Geld bekommen, will ihnen eigentlich auch keine Gewalt eintun, droht ihnen nur immer so mit einem Teaser, falls sie halt nicht mitmachen und nicht mit ihm reden. Aber prinzipiell möchte er nur mit ihnen erzählen und so ein bisschen erfahren, wie die Welt funktioniert, aber dann auch, was so mit ihm passiert ist. Das Ganze wird als Roman bezeichnet, obwohl es komplett aus Dialogen besteht. Es gibt auch keine Regieanweisungen oder Namen vorneweg, wie jetzt vielleicht in einem Drama, und natürlich auch keine Erzähler wie in der Epik, sondern es ist komplett nur aus Gesprächen. Auch hier finde ich die Grundidee toll. Ich war sehr, sehr gespannt, wie sich die Gespräche entwickeln, und ich muss auch zugeben, dass Dialoge manchmal so einen ganz eigenen Sog entwickeln und das immer so hin und her geht. Es gefiel mir ebenfalls sehr gut, dass Thomas eine Art unzuverlässiger Protagonist ist, der vielleicht in Kaserne 1 das und das erzählt, und in anderen Kasernen kommt dann raus, dass das vielleicht doch nicht so war und sich Thomas vielleicht in Abständen auch Dinge einredet und sich die Welt ein bisschen so zurechtbiegt, wie er es für richtig hält. Und ebenfalls ein Pluspunkt ist, dass man innerhalb eines Gespräches durchaus immer ganz gut erkennt, wer gerade spricht und auch was vielleicht passiert, obwohl es niemand erzählt, weil halt dann Thomas sowas sagt wie, hör bitte auf zu schreien, lass uns einfach anfangen. Das versteht man sehr gut. Aber, Kritik Nummer 1, selbst wenn man das innerhalb eines Gespräches gut unterscheiden kann, muss man sagen, dass alle entführten Personen eigentlich gleich sprechen und denselben Sprachduktus haben. Es gibt zwar nochmal so einen Unterschied, dass zum Beispiel der Kongressabgeordnete, den Thomas auch entführt, ihn dann so anspricht mit mein Junge, um ihn zu beruhigen, aber wie die reden, ist genau das Gleiche und eigentlich auch ein bisschen, wie sie reagieren. Mein Hauptproblem mit diesem Buch ist allerdings Thomas. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unsympathisch der mir ist und mir auch auf die Nerven geht. Er ist für mich der Inbegriff des männlichen, weißen, US-amerikanischen Mit-30ers, der keinen Sinn in seinem Leben hat und sowohl dafür als auch für alles andere immer andere verantwortlich macht. Und die Fragespiele mit seinen Entführten drehen sich halt zunehmend auch immer nur darum, dass er kein Ziel im Leben hat. Beispiel, dieser Kongressabgeordnete kämpfte im Vietnamkrieg, verlor dort beide Beine und ging überhaupt in die Politik, um so etwas eigentlich für die Zukunft zu verhindern oder zumindest Einfluss darauf zu nehmen, dass das nicht mehr in der Art passiert. Und Thomas sagt zudem, Mensch, ihr hattet es damals gut. Euch hat man ein Ziel gegeben, euch hat man in den Krieg geschickt, das war doch toll, ihr wusstet, was ihr machen sollt. Und der Kongressabgeordnete guckt ihn auch so an wie, ist das gerade dein Ernst? Wir wurden in einem sinnlosen Krieg absolut verheizt und uns wurde das Ziel eines anderen eigentlich aufgetragen, dass wir das ausführen. Das ist nicht toll. Und Thomas regt sich prinzipiell darüber auf, dass seine Generation zu viel Freiraum hat. Und das ist Mensch, den möchte ich nicht mehr einfach nur noch schütteln und rütteln, den möchte ich links und rechts noch klatschen. Mit einem Stuhl. Das kann doch nicht sein. Da muss er sich halt bemühen, seinem Leben selbst einen Sinn zu geben. Das kann er doch nicht von anderen erwarten. Und als sich das dann so herauskristallisiert, dass es eigentlich doch irgendwie immer nur um Thomas geht, wurden die Fragen auch irgendwie zunehmend naiver. Also das waren es vorher schon. Man kann das eigentlich immer so umschreiben mit, warum gibt es Krieg? Warum betreiben wir Handel mit anderen Ländern, obwohl wir unsere Probleme selber noch nicht geklärt haben? Warum darf jemand, der als Kind davon geträumt hat, Astronaut zu werden, heute nicht mehr auf den Mond fliegen? So war es. Und ich fand das so schön. Ich glaube, in der FAZ war es. Ich habe die Rezension gelesen, bevor ich das Buch eigentlich las. Und ich suche es nochmal raus, ich verlinke es euch dann. Und ich glaube, es war die FAZ, die dann schreibt, dass man am Ende des Buches über diese Prämisse, es gäbe keine dummen Fragen, definitiv anders denkt. Eines der großartigsten, bescheuerten Sätze dieses Buches lautet, und ich zitiere, du weißt nicht, wie es ist, ein Mann über 30 zu sein, dem nie irgendetwas passiert ist. Oh, tell me about it. Andere Leute kämpfen darum, dass sie nicht verrecken. Und sein Problem ist es, dass es ihm gut geht und dass er prinzipiell machen darf, was er will. Und ich komme damit nicht zurecht. Das sind solche First World Problems. Er macht sich dann auch so zum Sprecher einer ganzen Generation und sagt, ja, und wir sind alle so ziellos und wann hat denn die Menschheit zum letzten Mal etwas Großes vollbracht? Und ich denke mir so, halt doch die Klappe, entweder du machst selber etwas Großes oder du hörst auf zu jammern. Was ist denn das für eine Art, mit der Welt umzugehen? Und ich muss zugeben, das ist einfach eine absolute persönliche Abneigung. Vielleicht mögen andere Menschen diesen Protagonisten, aber das war für mich
so eine starke Antipathie. Und da Thomas auch eigentlich das Buch dominiert, also selbst wenn er mit anderen redet, möchte er ja eigentlich immer nur hören, was er halt hören will. Und er drängt auch so seine Meinung den anderen manchmal auf, konnte man es halt nicht ignorieren. Und es wurde einfach zunehmend für mich einfach nur noch nerviger. Zumal er sich halt auch so als Moralapostel aufspielt. Also Zitat aus dem Buch: "Ich bin hier der Mann mit Moral", sagte derjenige, der halt andere Leute entführt und ihnen mit Gewalt droht. Und ja, war irgendwie nichts für mich. Tolle Idee, aber Protagonist furchtbar. Nicht für mich. Dem folgte dann eine Empfehlung von André, nämlich Die Züchtigung von Anna Mitgutsch, eine Österreicherin. Das ist ein Buch, das Grausamkeit an Grausamkeit reiht und insofern tatsächlich etwas anstrengend zu lesen war. Aber nicht so wie Klassiker vielleicht anstrengend zu lesen sind, sondern tatsächlich so vom Inhalt her, muss ich sagen. Wir folgen hier mehreren Generationen Frauen. Eigentlich haben wir die Ich-Erzählerin Bera, die aber eigentlich mehr aus dem Leben ihrer Mutter erzählt. Diese wurde als Kind eigentlich für alles, was passiert, irgendwie geschlagen und auch für was Dinge, die nicht passieren. Die hat eigentlich nur Elend erlebt, die wurde auch immer so hinten angestellt, galt so als die hässlichere der Kinder und in ihrer Bauernfamilie hat sie gearbeitet ohne Ende und trotzdem eigentlich nie Lob gekriegt, immer nur Verachtung von allen geerntet und eigentlich auch wirklich jeder Mensch, den die trifft, der ist wieder furchtbar. Es gibt halt keinen Ausbruch aus diesem Kreislauf an Grausamkeiten. Und das reicht sie natürlich, wie das so ist, an ihre Tochter weiter. Auch die wird geschlagen, die wird gezüchtigt, die muss ihr selber den Prügel bringen, mit dem sie dann halb tot schlägt. Und es geht halt immer weiter. Prinzipiell soll es darauf hinauslaufen, dass halt dann auch Vera, obwohl sie ihre Tochter wiederum nicht schlägt, trotzdem nicht dazu in der Lage ist, ihr Kind glücklich zu machen, wenn auch aus anderen Gründen, und dass dieser Teufelskreis einfach nicht unterbrochen werden kann. Und das passiert wirklich auf jeder Seite. Es geschieht nichts Gutes, es gibt keinerlei Hoffnungsschimmer. Und verglichen zu Verlust von Paul Hording, wo ich in der Einzelrezension sage, dass ich quasi mehr Furchtbares erwartet hätte, ist hier nur Furchtbares, wirklich. Es gibt keinen Lichtschimmer in diesem Buch. Die Gewalt wird einfach nur von Generation zu Generation weitergegeben. Vera sieht es auch als gerechtfertigt an. Sie sagt immer so: "Ja, ich werde natürlich aus Liebe geschlagen. Das muss die Mutter ja tun, um mich, böses Kind, zu erziehen." Hat das absolut verinnerlicht, ist auch, also von allen Seiten her, so eine absolut verdrehte Logik, aus der auch niemand mehr ausbrechen kann. Auch die Mutter ist der Meinung, ich mache das doch richtig hier, es ist alles gut, und legt halt unglaublichen Wert als auch auf die Meinung der anderen. Es geht immer nur darum, was die anderen von uns denken. Ich muss die Beste sein, ich muss meine Tochter genauso erziehen, wie ich will. Es gibt für Vera auch überhaupt keine Ausbruchsmöglichkeit. Sie ist nie allein, sie darf sich nicht allein anziehen, sie darf sich nicht allein waschen. Es macht alles die Mutter, sie kontrolliert ihr komplettes Leben und versucht natürlich auch ihr Denken zu kontrollieren, was teilweise sogar gelingt. Religion und Sexualität spielen ebenfalls eine ziemlich große Rolle in diesem Buch, was unter anderem einfach daran liegt, dass Vera zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, sich da großartig selbst zu entscheiden für irgendetwas. Und ebenso dieses Wegschauen eigentlich eines ganzen Dorfes oder einer Gemeinschaft. Es gibt so einen ganz, ganz zaghaften Versuch von einer Lehrerin, mal anzufragen, ob bei ihr alles in Ordnung ist, aber eigentlich verläuft alles im Sande, und die Mutter erhält halt so einen unglaublichen Schein nach außen aufrecht: "Ja, die Vera, die ist gut erzogen, die macht, was wir wollen, die lernt, die ist ruhig, die interessiert sich nicht für Männer", wobei das halt mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat und es eigentlich dahinter nur so von Gewalt brodelt. Der Schreibstil ist dabei nicht urteilend, es ist eher wie ein Bericht, sehr, sehr knapp. Und auch wenn ich das natürlich gut und interessant finde, wenn Literatur nichts beschönigt, war es hier vielleicht doch manchmal etwas zu viel. Und ich habe mich immer so gefragt, wenn ich jemand wäre, der so etwas oder Ähnliches in seiner Kindheit erlebt hat, und dann lese ich das, und es ist irgendwie eigentlich nur eine Bestätigung dessen, weil es am Ende keinen Hoffnungsschimmer gibt, es gibt keine Besserung. Das wäre doch entsetzlich. Also natürlich will ich nicht, dass dann am Ende steht: "Und alle waren glücklich", aber vielleicht irgendwie so einen leichten Lichtschimmer am Ende, dass es besser werden kann, eventuell, denn nichts davon, es ist einfach nur Gewalt und Elend. Und da vielleicht auch so ein bisschen die Kritik: Am Anfang hofft man vielleicht immer noch, dass irgendwas passiert, aber nach 100 Seiten Grausamkeiten sind es eigentlich immer nur noch Variationen derselben Grausamkeit. Das ist halt immer nur, es ist alles schlecht. Und also nicht, dass es langweilig wurde, es war halt immer furchtbar, aber man wusste halt dann, okay, vielleicht ändert sich die Lebenssituation, aber das Gefühl bleibt einfach immer schlecht. Und ja, insofern ein aufwühlendes Buch, was vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf etwas lenken kann, aber
definitiv nichts zum Genießen, sondern eher sehr, sehr anstrengend beim Lesen. Dann hoffte ich eigentlich auf etwas Humorvolles und machte mich an einen Friedrich Dürrenmatt, der Verdacht, was nicht so ganz meinen Erwartungen entsprach. Wir haben hier einen pensionierten Kommissar, der den Verdacht entwickelt, dass der Leiter einer Privatklinik früher als KZ-Arzt eben verschiedenste Experimente ohne Betäubung an Häftlingen durchgeführt hat. Und trotz der ernsten Thematik habe ich bei Dürrenmatt halt irgendwie noch so etwas Humorvolles erwartet. Und es gibt ganz wenige Szenen, die so ein bisschen was Absurdes andeuten, aber es ist auch sehr, sehr weit entfernt von lustig. Also ich las von ihm bisher eben nur Die Physiker und Der Besuch der alten Dame, deswegen habe ich halt auch so mit ein bisschen Humor gerechnet, der hier eigentlich nicht vorkommt. Es ist wirklich eine Kriminalgeschichte, also zwar auch nicht so wie die typischen modernen und zu jedem Menschen reden hier so, wie niemand wahrscheinlich normalerweise reden soll, würde. Ganze Monologe, wo sie über das Sein des Menschen philosophieren, was ich eigentlich ganz nett fand. Aber ja, trotzdem ist ein Krimi halt immer noch nicht so richtig für mich. Aber Dürrenmatt hat einen guten Stil und ist nicht so toll wie Die Physiker. Aber ich hatte jetzt auch nichts dagegen, dass ich es gelesen habe. Und ansonsten entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass dieses Video höchstwahrscheinlich unglaublich geschnitten sein wird, weil ich ständig aufstehen musste, ständig gucken musste, ob die Kamera noch läuft. Und das war alles anders als sonst. Und tut mir leid für alle möglichen Stammeleien und komischen Bildruckler. Und nächstes Mal wird es vielleicht besser. Dann danke ich euch schon mal fürs Zukommen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.